Hier haben wir als erstmal als Beispiel eine Hängematte mit Stab. Diese Farben nennen wir Regenbogen. Und die Breite ist ca. 1,30 m und Länge dürfte 3,40 m sein, die Gesamtlänge. Über alles. Und der sogenannte Körper, also der Stoff, 2,20 Meter. Die kommen aus El Salvador, von der Firma Exposal, die seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten inzwischen, Hängematten produziert. Zahlreiche Handwerkerinnen und Handwerker ernährt durch diese Arbeit und einen sehr guten Ruf hat, auch im fairen Handel. Wir haben auch auf unserer Seite über die Hängemattenherstellung es ist ein Film, nein, nicht ein Film, sondern Video. ein Video drin oder Bilder und also Präsentation. Da könnt ihr dann auch die Herstellung von A bis Z angucken. Also der Stoff ist aus Baumwolle, 100% Baumwolle, und die Kordel sind aus Polyester, damit das stabiler ist, also mehr trägt als Baumwolle. Und das ist auch dann eben, wenn das mal ein bisschen nass wird, ist es etwas unempfindlicher als Baumwollkordel. So, das ist dann eine Hängematte mit Stab. Und ohne Stab ist dann, können wir auch eine mal quer rüber holen. Das ist zum Beispiel eine Hängematte ohne Stab und die Farbe ist, was man grün nennt, man das hier, Lindgrün? Lindgrün, Lindgrün, Lindgrün. also hell und fröhlich. Das ist also von der Größe her genau gleich wie die Hängematte mit Stab. Und der Stoff ist auch aus Baumwolle und Kordel auch aus Polyester. Und eine Hängematte ist, hier kannst du mal eine und oben. Diese Hängematte ist nicht gewebt, sondern geknüpft mit Bordüre, oder wie nennt man das? Mit Gardine. Gardine, mit Bordüre. Und daher ist die Hängematte also ziemlich weit auseinander ziehbar. Also da können sich dann zwei Leute auch ganz bequem reinsetzen. Oder auch drei Aber Kinder. ja, oder auch Kinder. Nur nicht mit Tieren bitte so eine Hängematte benutzen, weil die Tiere ja Krallen haben und die können dann hier auch ein bisschen hängen bleiben. Also nicht mit Hund oder Katze benutzen, sondern ja, nur Menschen. Erwachsene mit Kindern zum Beispiel. Also weil das sich ja so auseinanderdehnt, ist es ziemlich bequem, wenn man sich da reinlegt, zum Beispiel auch diagonal, dann ja, passt sich die Hängematte den Form an und dann kann man sich ganz bequem hinlegen oder hinsetzen. So, jetzt geht's zu den Sitzen. Also wenn ihr aber zwischendurch auch Fragen habt, bitte meldet euch. Also noch was zu sagen ist vielleicht bei den Stäben. Jetzt hast du aber alles aufgehängt, naja. Nur die Farben können ein bisschen unterschiedlich sein. Aber das kann man dann, können wir dann später auch bei den Hängesitzen zeigen. So. Dieser Hängesitz hat zum Beispiel so eine hellfarbige Stab. Dieser Hängesitz ist aus Recycling-Dienststoff gemacht. Und das Schöne bei diesem Hängesitz ist, dass es hier eine Seitentasche gibt. Da kann man dann auch ein Buch hineintun oder was zum Trinken. Oder Glas, ja genau. Oder auch einfach die Hand reintun. Oder Portemonnaie.
Und diese Aufhängung hat innen Metall. Das ist also dadurch viel verstärkt. Stoff ist genauso wie bei den Hängematten aus Baumwolle und Kordel aus Polyester. Ja, dieser Hängesitz ist ja wie alle anderen auch XL. Das heißt also, der Stab ist 1,10 Meter lang. Und die Stoff, die Abmaßung habe ich leider vergessen. Für aber große Leute auch. Für große Leute, genau. So. Vielleicht nur als Beispiel, diese mit. Ach, hier, den müssen wir wohl zeigen, weil da ja ein Sitz. Lass mal einfach wohl den liegen. Okay. Der hat. Dieser Hängesitz hat. Oder machen wir mal anders. So. Unten eine, eine Verlängerung. So als Fußablage. Vielleicht von der Seite aus kann man besser sehen. Ja. Oder so. Also eine Fußablage, so dass man mit gestreckten Beinen hier sich reinsetzen kann. Also ganz bequem, da kann man sich ja wirklich fast hinlegen. Also der ideale Pandemiesitz. Genau. Ja, lesen und auch mit Laptop arbeiten oder auch einfach ein Nickerchen halten. Also ziemlich bequem. Jetzt kommt hier unser Enkelsohn ins Bild. Guck mal. Hier, hol mal das auch so runter. Das ist aber keine Kinderarbeit jetzt. Ja, kannst du mal hier helfen, das hier runterzulegen? So, dieser hier zur Abwechslung ein geknüpfter Hängesitz. So. Luftig, hell. Und dehnt sich auch ziemlich weit auseinander. Da kann man sich auch so reinsetzen. Und alle Hängesitze haben unten, oben an der Schlaufe eine Metallverstärkung. Und hier, diese Hängesitze hat auch diesen, wie nennt man das? Quast dran, sodass das ganz hübsch aussieht. Ein Bommel. Ja, die Hängematten und Hängesitze kommen alle aus El Salvador. Unser bestes Produkt im Moment, was Hängematten oder Hängesitze betrifft, sind die kleinen Sitze für Kinder, also für mittlere Babys. 15 Kilo Last und bis zu 3 Jahren kann man sitzen. Ah ja, die tragen bis zu 15 Kilogramm. Und Kinder bis zu 3 Jahren können dann hier diesen Sitz benutzen. Einmal ist es regenbogenfarbig und zweite ist so blau. Genau. Blau-grün. Ja. Oder blau-grün, ja. Und die Sitze sind entwickelt worden von einer Therapeutin in Süddeutschland, in Bayern. Und wir haben das mit unserer Produzentin in Salvador gründlich besprochen. Und haben jetzt diese Sitze seit geraumer Zeit und die sind auch sehr beliebt. Kissen zu den Hängematten. Ja, wir sind hier nochmal zu dem Thema Hängematten zurückgekommen. Also, wir haben auch Kissen
normalerweise auch passend zu den Hängematten, wie zum Beispiel diese gestreifte Kissen, Kissenbezüge eigentlich, lege ich mal auf die Seite. Diese hat so ganz feine Streifen und mit dickem Stoff. Kann man mit der Kamera schlecht sehen. Und ja, in der Kamera sieht man wahrscheinlich sehr schlecht. Ja, das wird. Ja, doch, jetzt sieht man ja. Das ist sehr fein gestreift mit blau-weiß. Und so ein Kissen passt zum Beispiel auch zu solchem Hängesitz oder auch zu dem Jeans, Recycling-Jeans, Hängematte und auch Hängesitzen. Und dazu gibt es auch passend etwas dicker gestreifte Kissenbezüge mit Quasten. So, die sehen sehr, sehr schön aus. Also nicht nur zum Sitzen bequem, sondern auch wenn man da nicht sitzt, kann das sehr dekorativ aussehen. Und es gibt auch natürlich passende naturfarbige Kissenbezüge. So, und hier habe ich ein paar bunte Exemplare, größer und kleiner, die dann zu den verschiedenen Hängematten Farben passen. So, mal darüber. Hoppla. Next. Schals. Ja, Schals haben wir also zum Sommer. Oh, das würde mir ja zum Beispiel jetzt sehr wunderbar passen, so blaue. Blau. Ja, ich nehme mal kurz raus. Dieser Schal hat zum Beispiel so ein feine Streifen. Und ganz leicht und Breite ist so circa 60 cm. Und die Materialzusammensetzung ist Viskose mit Seide, 7% Seide und 93% Viskose. Das ist schön luftig, leicht und auch Sommer oder auch Frühling und Herbst gut zu tragen. Das kühlt und wärmt zugleich. So, hier nochmal zwei Varianten in anderen Farben. Gleiche Material und für den Sommer sehr gut geeignet. Next. So, willst du dann hier so ein dieses hier mal geben? Die sehen wir doch durch. Den. Haben wir nicht. Ich möchte euch auch diese einen Schal noch zeigen, weil das so schön mit diesem Kringelmuster dekoriert ist. Ja, grüne Farbe. Ja, Material gleich wie vorhin. Und jetzt gehen wir mal zu den Körben rüber. Die kommen erstmal, die bunten Körbe kommen aus Madagaskar. Aus Raffia gewebt und zusammengenäht. Und manche haben hier einen Stoff, wie nennt man das hier, so ein, was man ja mit Kordel so zusammenziehen kann. So, achso, da muss man schon. Anti-Diebstahl-Bedeckung. Ja, genau. Und auch wenn man dann auch viel mehr Sachen hat, dann kann man das auch hier so oben so weit ziehen und dann hat man hier viel mehr Inhalt, kann man da reinkommen. Und diese Körbe haben innen eine zusätzliche Tasche und diese Korb hat außen auch noch einen zusätzlichen, ja,
eine zusätzliche Tasche, kann man schon sagen, eine Tasche. Ja. Und dieser Korb hat einen Kunststoffüberzug am Henkel. Henkel und auch ganz drumherum. Und außerdem sind die Ecken auch gestärkt mit diesem Kunststoffleder. Ja, hier das gleiche in Grün. Und hier ist die Abdeckung mit einem Reißverschluss zu bedienen. Da kann man abschließen. Und innen, schön geräumig. Und innen noch ein Täschchen. Ein Täschchen. Und hier sind die Henkel mit Leder ummantelt. Leder und die Ecken. Und hier unten die Kanten sind mit auch Leder verstärkt. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Alles mit Reißverschluss und Tasche, Tasche, Innentasche und auch Leder am Henkel und in Ecken und unten Saum. Auch aus Leder. Und innen zeige ich noch einmal. Das ist alles aus Naturmaterial. Ja, hier sind zwei Körbe, auch aus Madagaskar. Ein bisschen in den Matrosenfarben, blau-weiß. Also wenn Hamburger dabei sind, dann können die sich freuen. Man hat an sie gedacht. Innen, man sieht das Geflecht und auch eine Tasche mit Reißverschluss. Die Henkel auch mit Leder verstärkt und als Dekoration jeweils drei Bommel. Wir haben auch unten an Kanten auch Lederverstärkung. Ja, das wurde auch gezeigt. Ne? Ja. Ja. Oh, vielleicht und, das unten da. Achso, schön. Ja, wir haben hier, wer ganz bunte Körbe gerne mag, so sommerlich und frühlingshaft. Die haben auch mit Stoff und Kordel Verschluss. Und innen ein Täschchen für Portemonnaie, aber ohne Reißverschluss. Die haben nur eine Seite mit bunten, entweder Eule oder Schmetterling in dem Fall. Und auf der anderen Seite ist da kein Bild. Schlicht gehalten. Die Henkel sind aus Leder oder beziehungsweise mit Leder überzogen. Und in vier Ecken auch mit Leder verstärkt. Ansonsten ist es mit Raffia. Muss ich mal vielleicht hier rangehen als Kamera. So die, umsäumt. Ja. Das ist ja das Gleiche. Ja, hier ist eine, die hat keine Innentasche, aber dafür doch, auch. Doch, das müsste. Ja. Eine Seite. Ja. Hoppla. Hoppla, ja. Habe ich nicht gemerkt. Aber es ist eine bescheidene Tasche. Wir haben nicht. Ja, ein das Täschchen. Ist ja mehr ja, so gut. Für Portemonnaie eben. Gut, Täschchen ein bisschen kleiner, dafür auf beiden Seiten Bilder. So, haben wir. Jetzt kommen wir zum Ghana, zu den Ghana-Körben. Zum Beispiel diesen Fahrradkorb. Kann man ihn ranzoomen? Ja. Das ist ja auch, dass Sie da unten das Mikro sprechen müssen. Ne? Ach so, ah, Mikrofon ist ja da. Ja, muss ich ein bisschen aufpassen. Hier ist das Fahrrad und hier ist der Fahrradkorb drauf. Ganz verschiedene Farben. Ne? So. Und Detail zeigen wir dann hier. Kann man es auch hier hinstellen.
Ja, das ist wahrscheinlich besser sowieso. Und hier. So, die Fahrradkörbe kommen in ganz verschiedenen Farben, bisweilen auch schlicht. Sie haben haben Lederriemen zum Befestigen am Lenkrad. Und einige Läden haben diese Fahrradkörbe zum Produkt des Monats gewählt. Nur kurz, um zu zeigen. Das kann man so, genau wie bei Gürtel, ne? Muss man öffnen und befestigen und dann hier rein. So. Also auch ein bisschen Handarbeit dabei, als genau. Verlängerung der Produktion. Es gibt so naturfarbige Körbe oder auch bunte. Und das sind alles so traditionelle Muster. Also jeder Korb ist anders. Die Körbe kommen aus Ghana, aus dem Gebiet Volga-Tanga. Da beziehen wir schon seit mindestens 25 Jahren die Körbe. Die klassischen sind ja die runden, die wir heute nicht vorstellen müssen. Die kennen auch alle. Und es gibt ein Video, das ihr angucken könnt. Der Jan kann erklären, wie es technisch geht. Vielleicht machst du das gleich mal. Ist er bei uns auf dem Stand auch zu den anderen. Ich komme ruhig hier. Ja, er kommt ja gleich mit dem Kaffee hier. Also auf unserem Stand in... Nennt man, ja, das kann man ja schon auch Messe nennen. Ne? Auf der ersten Seite auf unserem Messestand, da ist ein Link für Video Ghana-Körbe. Auf dem virtuellen Messestand. So. Und die Ghana-Körbe kennt ihr ja, kennen ja im Prinzip alle Leute. Das ist einmal, also entweder so ein ovale Form oder auch runder Form. Die Farben sind alle unterschiedlich. Ja, und der Henkel ist auch wieder mit Leder verstärkt. Die muss man, also die sowohl oval als auch runde Körbe, die kommen ja normalerweise ineinander gesteckt, sodass man die dann auseinander ziehen muss. Und hinterher muss man dann die nass machen oder beziehungsweise feucht machen, damit man die dann in Form ziehen kann. Und wenn das dann wieder trocken ist, dann bleibt die Form erhalten. Also unbedingt das wissen eigentlich inzwischen auch alle, sicherlich. Aber das möchte ich nochmal gesagt haben. So. Ich hatte vorhin gesagt, wir brauchen die extra vorzustellen, aber das sind die Runden. Und eben lief gerade der Peter aus Ghana an, wegen der Körbe. Live. So. Körbe durch. Ja. Körbe durch. Und jetzt kommen wir dann zur Küche. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren Bretter und Servierbretter und auch Schneidebretter und so weiter aus Marmorsteine oder aus Holz. Ja, gehen wir hier besser ins Bild. Sehr massiv, ne? Alle mit einem Henkel, robust, halten lange, sind schon bewährt bei uns im eigenen Haushalt. Nimmst du eine andere Farbe? Dieses hier ist Marmor mit Mangoholz zusammengeklebt und daher sieht das... ja, interessant und schön aus. Nicht nur zum Schneiden, sondern auch zum Servieren geeignet, weil die ja sehr schön aussehen auch. Hier mal ein Holzbrett, das haben wir in vielen verschiedenen Formen und auch ganz lange, bis 80 cm lang. Wunderbar anzufassen, glatt, richtig appetitlich. Akazienholz. Akazienholz in diesem Fall.
Ja, aus Marmor haben wir auch sowas wie zum Beispiel Weinkühler, Marmor mit Mangoholz zusammen. Und auch Pfeffer- und Salzbehälter mit einem kleinen Löffelchen aus Mangoholz. Als Set zu haben. Und auch Salzbehälter mit Mangoholz. Nächste Kapitel in der Küche wären Teller, Geschirr aus einer Manufaktur in Thailand. Die kommen aus Vietnam. Oh, bin ich daneben, Entschuldigung. Wir haben aus Thailand und aus Vietnam Geschirr. Pardon. Ja, da gibt es dann auch Milchkännchen, natürlich auch Becher und Untergäste und Zuckerdose mit einem Keramiklöffelchen. Auch passend zu diesem Becher. Für den Nachtisch der Kaffeebecher und der kleine Kuchenteller. Ja, also auch Schälchen für Müsli oder auch Nachtisch. Und hier kann man auch Soßen oder sowas rein, Dips. Passend mit ja, Drop-Muster. Und nochmal zurück zu den Holztellern. Entschuldigung, nur ganz kurz. Alles handbemalt. Ja, nochmal zurück zu den Holztellern. Hier dieses große, runde Brett. Das kann man sich auch als Dekoration an die Wand hängen. Die kommen aus Nordindien, aus einer Gegend, in der Wiederaufforstung betrieben wird. Also alles nachhaltiges Holz. Ja, jetzt kommen wir zu Thailands Geschirr. Wie ist diese Geschirr? Das kommt aus Thailand. Das ist mit fein so mit blau so. Ja, so kann man besser sehen. Farbverlauf gemalt. Auch alles handgemalt und handgemacht. Ja, und aber trotzdem Spülmaschinen geeignet. Aus der gleichen Manufaktur. Ein Teller und eine Schüssel. Zur Schüssel passen natürlich ein Salatbesteck aus Holz. Das ist wiederum aus Indien, aus dem Ort, den ich eben erwähnt habe, aus dem Wiederaufforstungsprojekt. Und eine Nachtischschüssel. Ja, und auch Becher dazu passend. Wir haben natürlich auch viel Untersetzer, also Topfuntersetzer aus Filz in vielen Variationen und in vielen Farben und auch Handschuhe, Topfhandschuhe oder wie sagen wir, Ofenhandschuhe. Ja, da muss man oben an. Ja. Gut. Übrigens immer wieder, wenn wir natürlich hier alles nicht zeigen können, unser früher Sommerkatalog lohnt einen Blick. Und im Augenblick bei diesen sommerlichen Temperaturen sitzen wir am Weihnachtskatalog. Küche wäre der Schritt zum Kaffee, ne? So, wir haben einen Kaffee von einer Kooperative in Peru, ganz nah an dem Inka. Ort Machu Picchu, ist praktisch nur über den Hügel gehüpft, dann kommt man zu unserer Kaffeekooperative. Auf dem Foto hier vorne sieht man diese alte Inka-Stätte. Der Kaffee ist bio, er wird bei uns immer frisch geröstet. Wir haben eine Rösterei im Haus
Und Jan hat ein Video über die Rösterei gedreht, das ihr auch abrufen könnt. Bitte? Ja, wir, weil wir ja jetzt auch selbst rösten, können wir die Städtekaffee auch schon ab 10 Kilogramm liefern. Also bis jetzt war das, oder bis vor kurzem war das so, dass wir 20 Kilogramm haben mussten, aber jetzt haben wir dann ab 10 Kilogramm. Es geht um das eigene Label. Genau. Ja. Also ja, ab 10 Kilo mit dem eigenen Etikett. Mhm. So, dann haben wir dann, Sommer, Körbe, Küche Kaffee. Sind unsere Themen durch? Achso, ja, wir haben ja. Sind Fragen aus dem Publikum? Das wäre nett zu hören. Das Mikrofon einmal einschalten dann. Könnt ihr eure Mikrofone anschalten? Ich höre einen Vogel zwitschern, aber noch keine menschliche Stimme. Auch schön. Oh, schön. Ja. Da sitzt jemand im Grünen. Aber wir können ja dann auch die... Hallo? Ja, ja, schön. Wer ist da? Wolfgang Feller aus Gmünden. Ja. Aus Gmünden am Main, wo du schon mal warst mit dem Fahrrad. Ja, wir haben uns ja gestern oder vorgestern gesprochen. Genau. Ich habe noch mal eine Frage zu diesem Stadtcafé, der gerade jetzt vorgestellt worden ist, wo man 10 Kilo Mindestabnahme hat. Wie sieht es da aus? Bekommen wir den Kaffee dann schon mit Label oder kriegen wir die Labels geschickt und kleben die bei uns auf? Also die, wenn ihr welche vor Ort habt und selbst aufkleben wollt, könnt ihr das machen. Aber wir lassen normalerweise diese Labels hier drucken und die Tüte kommt schon mit dem Label. Also das ist nicht die 10 Kilo Mindestabnahme überhaupt, sondern nur, wenn ihr euer eigenes Label haben wollt. Den Kaffee könnt ihr schon ab 1 Kilo kaufen, das ist kein Problem. Ist klar, das habe ich verstanden, ja. Prima. Okay, also wir könnten die auch schon aufgeklebt bekommen. Ja, wir werden noch zusammen, also komm mal kurz rein. Ja, du, komm mal auch ins Bild. Hier kommt der Kaffeeröster. Das ist Jan. Ja, hallo. Nee, also wir bieten hier eben das Vorderetikett dann komplett frei für euch an. Das könnt ihr dann quasi selbst gestalten oder wir gestalten das mit euch zusammen. Wir haben jetzt eine schöne Erfolgsgeschichte jetzt aus Rosbach zum Beispiel. Die haben im Oktober angefangen, bei uns den Kaffee zu beziehen und haben ein ganz schwarzes Etikett hier gewählt. Für den Weltwaren Rosbach, Windeck. Und haben jetzt in 4 Monaten 800 Tüten gekauft vom Kaffee. Also das ist Wahnsinn. Der geht da weg wie geschnitten Butter. Brot mit Butter, sagen wir es so. Und also ihr könnt aber auch sagen, wenn ihr 10 Kilo haben wollt, ich möchte so und so viele 250 Gramm Tüten, so und so viele 500er und 1000er, da spielt gar keine Rolle. Sowohl auch Espresso als auch Filterkaffee. Das ist ja die gleiche Bohne bei uns. Die Espresso-Bohne rösten einfach nur ein bisschen länger und ein bisschen heißer, dadurch, dass er ein bisschen würziger wird, ein bisschen mehr schokoladig. Und die normale Bohne, der Filterkaffee, ist eben ein bisschen fruchtiger. Aber in diesen 10 Kilo könnt ihr da frei variieren und es ist eben das eigene Etikett dann drauf. Ja. Alles klar, vielen Dank. Gut. Eine Frage kam wohl gerade per Chat, ob die Hände diese zum Waschen abnehmen können. Wir haben gerade auch bei uns zu Hause selber eine Hängeditz abgemacht. Kann man vielleicht eine runterholen? Hier vielleicht? Oder egal welche. Also es ist zwar etwas mühsam, die abzumachen, aber man kann das abmachen und auch abwaschen. Im Moment benutzen wir diesen Holzstab als Klimmzüge, zum Klimmzüge zu machen. Das haben wir dann abgenommen und gewaschen. Manche sind etwas mühsamer. Das ist eine einigermaßen Friemelei, um diese Schlaufe hier über den Stab zu ziehen. Aber mit ein bisschen Druck geht es dann. Ja, ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Übung als Manfred. So, ich habe das schon geschafft. Also man kann das so abmachen. Ne? Und bei diesem Fall, das würde ich auf keinen Fall in die Maschine tun, sondern höchstens also per Hand waschen. Oder in Wäschesack tun und mit Wäschesack in die Maschine. Ja?
Aber ansonsten kann man also diese Hänge, alle, bei allen Hängesitzen ist es so, das ist etwas mühsam, weil das ja ganz einigermaßen fest gedrückt wurde. Aber man kann das schon abmachen. Und es soll ja auch halten. Deshalb ist es etwas streng, aber geschafft. Naja, gut. Das geht. Und zweite Frage, kann man auf die Dienstuntersetzer problemlos heiße Töpfe stellen? Die zweite Frage, ich weiß nicht, ob ihr alles verstanden habt. Frage war, ob diesen Topfuntersetzer oder auf den Topfuntersetzer heiße Töpfe draufstellen können. Also wir machen das zu Hause, und zwar aber so, wenn heiße Töpfe drauf sollen, drehe ich einfach um und stelle ich hier drauf, auf der Rückseite. Dann bleibt diese Seite schön. Also ist ein bisschen geschummelt. Aber Wolle hält ja eigentlich auch die Hitze sehr gut aus, also insofern ist es gar kein Problem. Ja? Gut. Und die sind natürlich auch waschbar. Ja, also Maschinenwaschen oder Handwaschen, das kann man beides. Maschine vielleicht nicht so heiß waschen, das ist zwar Filz und es wurde. Filz ist ja so, dass man dann hinterher, wenn das gefilzt ist, auch heiß gewaschen wird. Aber ich würde trotzdem nicht wieder heiß waschen, denn dann könnte sein, dass die Farben vielleicht nicht mehr so schön aussehen. Eben, dieser Handschuh passen zu dem anderen runden Untersetzer in den gleichen Farben. Gut, damit wird euch, würde ich sagen. Ja, wenn ihr weiterhin Fragen habt, wir warten. Keine Frage, aber ein Kompliment. Vielen Dank für Ihre informative Präsentation. Besonders gut hat mir Ihre ruhige, natürliche ruhige Art gefallen. Sie beide sind echte Naturtalente. Besser als im Werbefernsehen. Gut, ja, vielen Dank für die Komplimente. So, wenn weiter keine Fragen sind, dann sagen wir auf Wiedersehen. Winke, winke. Ja. Aber hoffentlich nächstes Jahr sehen wir uns physisch wieder. Nicht per Video und Kamera. Per Handelsmesse. Ah ja, in Bayern, in Augsburg sind wir wieder dabei. Also in 3 Wochen so circa oder 2 Wochen. Ja, wer da hinkommt, da können wir ja dann wieder austauschen. Gut, alles Gute. Gut. Tschüss. Danke, also. Tschüss, mach's gut.